Auch wenn ich gerade schon vorgestellt worden bin, ich mache es trotzdem nochmal. Die meisten von euch, ihr kennt mich, ich heiße Rebecca Müller, bin verheiratet, habe 3 Kinder und wohne in einem kleinen Dorf in der Eifel. Viel mehr sage ich da mal gerade nicht, sonst kommt das ganze Internet mich besuchen, wer weiß das schon. Diese Infos stehen zum größten Teil auch in meinem Pass. Und die machen mich identifizierbar, die machen was nachvollziehbar, wer ich bin. So bin ich, so heiße ich. Und so kennt ihr mich. Und wenn ihr meinen Namen irgendwo hört, dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung von dem, ah, die Rebecca, ja, die kenne ich, die geht bei mir in die Gemeinde. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wer da steht, über wen es geht. Und je nachdem, wie gut ihr mich kennt, wisst ihr mehr oder weniger über mich. Ich habe aber auch noch ganz andere Namen, die ihr vielleicht nicht kennt. Ich heiße zum Beispiel auch Chefin. Ich heiße Kollegin. Ich heiße mitunter auch Mama oder Schatz. Ich heiße Rebeckchen, so durfte mich aber nur mein Opa nennen, der mittlerweile verstorben ist. Ich heiße auch schönste Frau der Welt, stellt euch mal vor. Oder vielleicht heiße ich vielleicht auch nur die Frau in Dunkelblau. Diese Namen stehen nicht im Pass und trotzdem heiße ich so. Und sie sind abhängig von der Beziehung zu dem, der mich so nennt. Überhaupt, es braucht nur einen Namen für jemanden, wenn man irgendeine Schnittmenge oder irgendeine Beziehung miteinander hat. Mindestens aber ein Interesse. Die allermeisten Menschen, denen wir so im Laufe des Tages begegnen, die haben für uns überhaupt gar keinen Namen. Da sind die anderen Leute, die im Aldi einkaufen. Keine Ahnung, wer das ist. Da sind die Leute, die auf der anderen Straßenseite den gleichen Weg haben wie ich. Keine Ahnung, wie die heißen. Vielleicht die Kollegen aus der anderen Abteilung sind mir total egal. Wir haben keine Schnittmenge, wir haben keine Berührungspunkte und deshalb brauchen die anderen keinen Namen für uns. Aber sobald es diese Schnittpunkte gibt, sobald sich unsere Wege irgendwie kreuzen, brauchen wir einen Namen oder zumindest eine Bezeichnung oder einen Titel. Und das kann eben da sein, die Frau mit dem blauen T-Shirt, der Große da drüben, der Bürgermeister, der Nachbar oder was auch immer, all das sind Namen. Und ihr habt es wahrscheinlich erraten, Titel meiner Predigt ist, oder Thema meiner Predigt ist Namen. Wir lesen in der Bibel so viel über Namen. Ganze Bücher sind nur Reihenfolgen von der gebar und der bekam und dann war der Sohn von und Namen über Namen über Namen. Ganze Listen, kapitelweise, wo wir immer denken, und jetzt? Der Titel meiner Predigt ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das ist ein Vers aus Jesaja 43, Vers 1, der mich mein ganzes Leben schon begleitet hat. Das ist mein Taufvers und über viele Jahre wurde der mir immer wieder zugesprochen in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo ich dachte, oh, ich kann nicht mehr. Aber immer wieder haben durch verschiedene Leute diesen Vers, wurde der mir zugesprochen. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Prophet Jesaja spricht hier erstmal Israel an, beziehungsweise Jakob, der später in Israel umbenannt wurde. Aber der war zu der Zeit schon lange tot. Also spricht Gott hier zu seinem Volk, zum Volk Israel. Aber eben nicht nur zu dem physischen Israel damals, sondern auch zu mir und zu dir, weil wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir diesen Vers uns ein bisschen unterteilen, dann ist eigentlich jeder Teil dieses Verses, jeder Nebensatz, hat dieses Du und Ich, dein und mein. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also jeder Vers hat dieses Du, Ich, dein, mein. Gott hat mich geschaffen. Ich brauche keine Angst zu haben. Da gibt es jemanden, der hat mich erlöst, der kümmert sich um mich, der hat mich teuer erkauft und ich habe einen Namen. Ich bin ihm sogar namentlich bekannt. Ich bin nicht, hey du da.
Ich bin nicht willkürlich. Ich bin auch nicht austauschbar, sondern ich bin spezifisch und sehr persönlich. Und ich gehöre wohin? Da ist jemand und ich bin nicht allein. Also ich würde sagen, die Essenz dieses Verses ist in einem Wort zusammenzufassen: Beziehung. Beziehung zu jemandem, der mich bei meinem Namen nennt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das allererste, was Adam gemacht hat, Namen verteilen ist? Das war seine allererste Aufgabe. Er hat alle Tiere benannt. Er hat sie unterscheidbar gemacht, er hat sie eindeutig gemacht, er hat Interesse an ihnen bekundet, er hat sie sich ganz genau angeschaut. Wen haben wir denn da? Dicke Beine, kurzer Schwanz, langer Rüssel. Du hast Elefant. Langer Hals, braune Flecken, okay, du bist eine Giraffe. Und so waren die ja einfach eindeutig und wiedererkennbar. Wenn ich spazieren gehe, dann halte ich immer Ausschau nach Pflanzen, die ich kenne, von denen ich weiß, wie sie heißen. Und bestensfalls sogar weiß, ob sie essbar sind, eine Heilwirkung haben, giftig sind oder irgendwie verwendbar sind. Und warum? Weil es mich interessiert, einfach daher. Ich bin jetzt nicht der ausgesprochene Pflanzenexperte, aber ich habe ein Interesse und ich behaupte, ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als der ein oder andere. Ich versuche zwischen den einzelnen Pflanzen zu differenzieren, schaue mir die Unterschiede an und wenn ich nicht weiter weiß, dann nehme ich auch mein Handy und Google zu Hilfe. Hätte ich kein Interesse, dann wäre mir das Grünzeug da am Straßenrand herzlich egal. Ich müsste es nicht benennen, ich müsste es nicht unterscheiden, ich müsste es auch nicht einordnen. Aber was einen Namen hat, ist eben nicht egal. Es ist wiedererkennbar, beschreibbar, identifizierbar und irgendwie persönlich. Im Umkehrschluss, wenn Gott mich beim Namen nennt, dann muss er mindestens einmal Interesse an mir haben. Unter allen 8 Milliarden Menschen kennt er meinen Namen und er meint mich. Ich kann vielleicht 100 Pflanzen unterscheiden. Also, wenn man einen Namen hat, ist man jemand und man ist nicht mehr irgendwer. So ein Name gibt einem Identität. Der gemeinen Waldrebe im Wald ist es vermutlich egal, wie sie heißt, aber mir nicht, weil ich jetzt weiß, dass das keine Klematis im Wald ist, sondern eben eine Waldrebe. Und andersherum, wenn man jemandem den Namen wegnimmt, so wie es zum Beispiel die Nazis gemacht haben, entwürdigt das einen Menschen zutiefst, es entmenschlicht und verletzt. Ich habe am Anfang gesagt, ich heiße auch Mama. Der Name hat nämlich immer mit dem Gegenüber zu tun, der mich so nennt. Den Namen Mama können mir genau 3 Personen geben. Chefin würde von euch zu mir keiner sagen. Und wenn irgendeiner jetzt zu mir schönste Frau der Welt sagen würde, dann würde ich ihm ein dringendes Gespräch mit Markus empfehlen. Denn so nennt mich genau eine Person auf dieser Welt. Und Gott nennt mich beim Namen. Er gibt mir Identität. Ich bin ihm nicht egal und er macht mich von irgendjemand zu diesem bestimmten jemand. Und im Prinzip ist das der Kern der Frage: Wer bin ich? Was ist meine Identität? Wie hieß das? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Keine Ahnung. Oder wer meine ich überhaupt, dass ich bin? Wie sieht Gott mich? Wie nennt er mich? Es ist übrigens ein Unterschied, ob man nur einen Namen kennt oder auch den Namen nennt. Ich weiß zufällig den Namen von der Kassiererin bei Aldi, die da immer montags morgens sitzt. Die heißt nämlich auch Frau Müller, aber ich habe sie noch nie angesprochen. Ich musste sie noch nie benennen. Und so ist es auch bei Gott. Gott kennt nicht nur deinen Namen, er nennt ihn sogar. Er ruft dich bei diesem deinem Namen. Und er sagt nicht nur etwas über dich, sondern er spricht mit dir. Die Namen, die wir so in der Bibel lesen, haben oft eine viel tiefere Bedeutung, als wir unseren Namen geben. Und oft wird die Bedeutung, die die Namen haben, gleich mitgeliefert. Kinder werden nach Ereignissen, nach Umständen oder nach Gefühlen benannt.
Nehmen wir zum Beispiel die Kinder von Lea und Rahel. Die hießen dann zum Beispiel, der Herr hat mein Elend gesehen. Ruben als erster Frau, als Sohn der ungeliebten Frau Lea. Oder der erste Sohn von Rahels Magd hieß dann, und Gott hat mir Recht verschafft. Naphtali, ich habe um Gunst gekämpft. Oder Gad, mein Glück. Wie würdest du heißen, wenn du nach den Umständen deines Lebens benannt worden wärst? Wäre es etwas Positives oder Negatives? Würdest du heißen, kann nicht, schafft nicht, zu anstrengend? Würdest du falscher Zeitpunkt heißen oder ungewollt? Oder auf der anderen Seite würdest du Glückskind heißen, Sonnenschein oder Herzenswunsch? Neben den negativen Beispielen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, gibt es natürlich auch positive Beispiele, auch in der Bibel. Da ist zum Beispiel Johannes, Jochanan. Gott ist gnädig. Und diesen Namen hat Gott selbst vor der Geburt bereits bestimmt. Oder Jesus, Jeschua, da ist der Name nämlich Programm. Es ist ein prophetischer Name, es heißt, Gott ist unsere Rettung. Oder Samuel, der Prophet, heißt übersetzt von Gott erbeten. Immer wenn seine Mutter Samuel gerufen hat, hat sie das Wunder proklamiert, mit dem sie Samuel empfangen hat. Jetzt die Frage, magst du deinen Namen? Freust du dich, wenn jemand deinen Namen ruft? Hättest du dich selbst so genannt oder hättest du dir einen völlig anderen Namen gegeben? Könnt ihr mal drüber nachdenken, wie ihr zu eurem Namen steht. Aber Gott nennt und kennt dich auf jeden Fall bei deinem Namen, den du hast. Und vielleicht kennst du sogar die Bedeutung deines Namens. Vielleicht magst du sie, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, auch diese Bedeutung kann etwas über dein Leben aussagen. Muss nicht, aber kann. Rebecca bedeutet, und jetzt bitte nicht lachen, das Mastkalb oder die Wohlgenährte. Und ja, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen und ja, ich würde gern ein paar abgeben. Aber wenn man sich überlegt, was das wirklich bedeutet, die Wohlgenährte, das Mastkalb, das war das Wertvollste, was eine Familie hatte, wurde gehegt und gepflegt und alle haben sich darum gekümmert, dann bin ich gern ein Mastkalb. Ich kann aber auch gut mit der Bedeutung die Bezaubernde leben. Im Endeffekt ist das aber egal, glaube ich. Denn ist euch schon mal aufgefallen, wie oft Gott Namen in der Bibel ändert? Wie oft Leute einen anderen Namen bekommen, als sie eigentlich hatten? Bekannt sind Abram und wurde zu Abraham. Sarai wurde zu Sarah. Jakob aus dem Vers von eben wurde zu Israel. Simon wurde zu Petrus. Saulus zu Paulus. Und dann gibt es noch weniger Bekannte, zum Beispiel Josua, heißt eigentlich Hosea. Und Salomo wurde auch Jedidja genannt. Und in all diesen Namen stecken Verheißungen. Und die werden oft durch die Änderung des Namens noch verstärkt. Abram heißt Vater ist erhaben. Abraham Vater der Menge. Aus Sarai Prinzessin wurde Sarah die Fürstin. Josua hat eine ähnliche Wurzel wie Hosea, heißt erstmal Rettung. Und Mose nennt ihn dann Jehoshua. Aus Gott ist unsere Rettung. Also die Rettung nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und ich finde es sehr interessant, wie diese Bedeutung immer verstärkt oder vertieft werden und auf Gottes Kraft hinweisen. Zu Salomo möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen. Von seiner Herkunft, seinen Eltern und den Umständen seiner Geburt, sagen wir, Stoff für eine Seifenoper. Seine Eltern, David und Bathseba, vielleicht kennt ihr die Geschichte nachzulesen, 2. Samuel 11. David zieht nicht mit seinem Heer in die Schlacht, was er besser hätte tun sollen, sondern steht spät abends nochmal auf, geht aufs Palastdach, schaut sich um und sieht auf dem Nachbardach die wunderschöne Bathseba, wie sie badet. Bathseba ist die Frau seines treuen Militärführers Usia. An dieser Stelle hätte David einfach wieder das Dach verlassen können, sich zurück in sein Bett legen und der Versuchung widerstehen. Aber nein, das tut er nicht. Er lässt Bathseba rufen und ja, sie schlafen miteinander und sie wird schwanger. Kurz eingeschoben an dieser Stelle, Sünde ist nie ein einzelner, losgelöster Fehler, sondern in den allermeisten Fällen ist Sünde die Summe aller Fehlentscheidungen.
David hätte sich wieder hinlegen können. Er hätte sie nicht rufen müssen. Er hätte sie einfach wieder nach Hause schicken. Aber die Summe der Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, hat zu der Katastrophe geführt. Also, Bathseba wird schwanger und als David das herausfindet, lässt er Usia vom Schlachtfeld zurückrufen, um mal so einzufädeln, dass das Kind ja vielleicht auch von ihm sein könnte. Also von Usia, nicht von David. Aber Usia ist so ein überzeugter und treuer Kämpfer, dass er nicht mal nach Hause zu seiner Frau geht, sondern auf den Stufen vor dem Palast übernachtet, um dann so schnell wie möglich zu seinen Soldaten zurückzukehren. Jetzt könnte man sich darüber Gedanken machen, ob das auch was über die Beziehung zwischen Bathseba und Usia sagt, aber keine Ahnung. Er geht auf jeden Fall nicht nach Hause und Davids Plan, ihm das Kind unterzuschieben, geht nicht auf. Er muss sich also etwas Neues ausdenken. Tja, auch an dieser Stelle hätte David einfach umkehren können. Er hätte Bathseba einfach allein lassen können. Er hätte, wie auch immer, sich dazu stellen können, aber stattdessen lässt er Usias Einheit an die Front versetzen, in die schwersten Kämpfe und kalkuliert so seinen sicheren Tod ein. Er ist also nicht nur Ehebrecher, er ist Verräter an einem seiner besten Männer und er ist Mörder geworden. Ich finde, an dieser Geschichte kann man sehr gut sehen, dass eine falsche Entscheidung sich nicht mit einer weiteren falschen Entscheidung lösen lässt. Sünde kann man nicht mit Sünde gerade biegen. Zu guter Letzt, Usia ist tot und David heiratet, wenigstens da ist er konsequent, Bathseba. Und dann kommt der Prophet Nathan und der faltet David ganz schön zusammen. Er setzt ihn ziemlich auf den Pott und verheißt ihm, dass seine Familie niemals zur Ruhe kommen wird und dass das Kind, was Bathseba trägt, sterben wird. Tja, also ich sagte ja, Seifenoper. David tut es unendlich leid, er tut Buße, er kennt seine Schuld und Gott vergibt ihm. Aber die Konsequenz bleibt trotzdem. Und dieses Kind, mit dem Bathseba schwanger ist, was übrigens nicht namentlich erwähnt wird, sondern einfach nur das Baby stirbt, stirbt am 7. Tag nach der Geburt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, 2. Samuel 12, 24 bis 25. Und David tröstete Bathseba, seine Frau, und ging zu ihr ein und lag bei ihr. Sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch Nathan den Propheten zu ihm und dieser gab ihm den Namen Jedidja, um des Herrn willen. Okay, also der gleiche Prophet, der eben noch David ziemlich zur Rechenschaft gezogen hat, kommt jetzt wieder und sagt, dieses Kind soll nicht Salomo heißen, sondern Jedidja. Jedidja heißt Geliebter des Herrn. Nach dieser ganzen Vorgeschichte, nach dem ganzen Mist, der da gelaufen ist, kommt der Prophet und sagt zu diesem Kind, du bist geliebt. Du bist geliebt, trotz alledem, was vor deiner Geburt gewesen ist, trotz der Schuld deiner Eltern, trotz den Umständen deiner Geburt, es ist egal. Du bist geliebt. Und es ist genau dieses Kind, was dann nach König David der nächste König wird. Vielleicht hast du das Gefühl, dir geht es ähnlich. Irgendwo ist was ordentlich schiefgegangen. Du bist vielleicht auch mehrfach falsch abgebogen oder deine Familie, dein Dienst oder was auch immer hat wirklich unglücklich angefangen. Und trotzdem sagt Gott, ich kann etwas Wunderbares daraus machen. Er sagt dir, Jedidja, geliebtes Kind. Name ist also nicht nur das, was im Pass steht, habe ich bereits am Anfang gesagt. Namen sind auch Kosenamen, Titel oder Attribute. Unsere deutschen Könige hießen dann August der Starke oder Friedrich der Große oder so. Das waren ihre Namen. Und so oder ähnlich hat Gott auch teilweise Namen verteilt und ich habe mindestens zwei Personen gefunden, die mit dem Namen, den Gott ihnen gegeben hat, mal so gar nichts anfangen konnten. Da war zum Beispiel Gideon. Später ein Richter und lebte in einer Zeit, wo Israel auch wieder mal von seinen Feinden sehr angegriffen war. Er hat sich in einem Weinkeller versteckt oder in einer Weinkelter, um Getreide zu dreschen. Und eigentlich drischt man Getreide auf dem Berg,
wo ordentlich der Wind geht, dass das Spreu weggefegt werden kann. Aber er hat sich in einer Kuhle versteckt. Jetzt kommt der Engel Gottes zu ihm und sagt: Gideon, du tapferer Held. Und Gideon steht da, wo jetzt tapferer Held? Erstens bin ich das jüngste Kind in meiner Familie und zweitens verstecke ich mich hier gerade, ich nix Held. Aber Gott sieht so viel weiter als das, wie er sich gerade fühlt. Und Gott gibt ihm diesen Titel, weil Gott mit ihm ist. Und da wächst er dann später hinein und kann zu seiner Zeit das Volk Israel befreien. Oder die Geschichte von Maria, als der Engel zu ihr kommt. Maria, ich grüße dich, du Begnadigte. Maria denkt sich, Moment, wie jetzt? Habe ich noch nie gehört, was bedeutet das eigentlich? Sie kann mit dieser Ansprache überhaupt nichts anfangen. Wenn man sich das dann überlegt, ist es ein faszinierender Name, den sie da bekommt. Denn das, was danach über sie gesagt wird, hätte eigentlich ihr sicheres Todesurteil bedeutet. Der Engel sagt ihr ja, du wirst schwanger werden, unehelich schwanger. Und nach dem Gesetz des Alten Testaments hätte das Steinigung bedeutet. Aber jetzt sagt der Engel zu ihr, du bist begnadigt. Das heißt, die Gnade Gottes, die eigentlich erst durch Jesus die wir durch Jesus erst haben, durch seinen Tod, die hat er da schon genutzt, um Maria zu begnadigen. Maria, die Gnade ist mit dir. Du bist begnadigt. Und auch für uns gilt dieser Name. Ich habe in der Vorbereitung zu der Predigt oft ein Lied gehört. You Changed My Name, der Sänger Matthew West. Auf Deutsch klingt es nicht halb so schön wie auf Englisch, aber ich versuche es mal zu übertragen. Mein Name war verloren, bis deine Liebe mich erreichte. Du hast mich gerettet, jetzt heiße ich gefunden. Ich war ein Sklave meiner Sünde und Schande, aber diese Ketten sind abgefallen, als du meinen Namen geändert hast. Statt weit weg heiße ich jetzt gerettet durch Gnade. Du hast mich für immer verändert. Ich glaube, diese Zeilen wurden aus Jesaja 62, 3 bis 4 inspiriert. Und da steht da, du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird ihn dir geben. Ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt dann meine Liebste und dein Land heißt die glücklich Verheiratete. Bei uns stehen diese Titel in Anführungszeichen, aber im Originaltext sind es wirklich Namen, die da stehen. Man nennt dich nicht länger die Verstoßene, sondern du heißt jetzt Hephzibah und dein Land Bula. Hephzibah bedeutet die Geliebte. Ich glaube, in früheren Zeiten hatten wir im Deutschen auch viele solche Namen wie Gott hilf, Gott hold. Manchmal schade, dass die aus der Mode gekommen sind. Ja, Gott nennt uns mit einem neuen Namen. Das Lied geht weiter. I don't have to answer to any name that the enemy tries to call me. Ich muss nicht mehr auf Namen antworten, auf die, wie der Feind versucht, mich anzusprechen. Wenn jetzt hier jemand reinkäme, zu mir sagt, Frau Meier, Sie sind doof, sage ich, alles klar, erstens, ich bin nicht Frau Meier und zweitens, doof bin ich auch nicht. Ich muss darauf nicht eingehen, weil jemand zu mir etwas sagt, was ich überhaupt nicht bin. Er gibt mir einen Namen, das bin ich nicht. Aber wie oft hören wir auf diese Lügen, auf diese falschen Namen? Ja, ich muss auf keinen Namen antworten, wie der Feind mich nennen will. Vielleicht versucht der Feind dir zu sagen, wertlos, ungenügend, untreu, verloren, aber so heißt du nicht, zumindest nicht mehr. Du hast einen neuen Namen von Gott bekommen, eine neue Identität. Du bist jetzt als Identität ein Kind Gottes. Du heißt nämlich jetzt wertvoll. Du heißt geliebt, Jedidja. Du heißt Held, wie Gideon. Und begnadet, wie Maria. Und du heißt errettet, durch Jesus. Ich glaube, wir müssen manchmal öfters in unseren neuen Pass schauen, in unsere neue Identity Card,
um uns daran selbst zu erinnern, wie heiß ich eigentlich, worauf höre ich eigentlich? Man kann ja jede Predigt im ersten Buch Mose 1 anfangen und jede Predigt mit der Offenbarung aufhören. Ich kann das auch. Adam hatte mit den Namen angefangen, Offenbarung 2, Vers 17. Wer Ohren hat, der soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Was hat das mit diesem weißen Stein und dem neuen Namen zu tun? In der damaligen Kultur hat bei einem Gerichtsprozess der Verurteilte einen schwarzen Stein bekommen. Der Gerechtgesprochene bzw. der Begnadigte hat einen weißen Stein bekommen. Oder auch bei Siegerehrungen gab es diesen Brauch. Und die Belohnung für den Sieger bestand dann darin, dass der Besitzer des weißen Steines bis zu seinem Lebensende die volle Versorgung erhielt. Und ich glaube, beides können wir nehmen. Wir sind freigesprochen. Gott hat uns einen weißen Stein gegeben und wir sind für immer unter seiner Versorgung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, hat eine neue Identität. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Mit diesem neuen Namen bin ich ein neuer Mensch. Ich habe eine neue Verheißung, ich habe eine neue Berufung. Ich bin keine Nummer, ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin jemand. Und auch du trägst einen Namen und bist eine einzigartige Person. Und vor allem, dein Name steht eingeschrieben in die Handfläche Gottes. Nochmal zurück zu der Offenbarungsstelle. Wie bekommt man denn diesen neuen Namen, den nur kennt, der ihn nennt? In der Intimität, im Durchhalten und im engen Miteinander. Ich musste an das Lied denken, was aus Hohelied inspiriert ist. Zieh mich hin in deine Königskammer, wo deine Liebe mich umfängt. Ich weiß nicht, wie du deinen Mann, deine Frau, deine Kinder nennst, wenn keiner zuhört. Stupsi, Schnuffi, Hasilein, ist mir auch egal. Das ist euer Name, den kennt sonst keiner. Das ist eure Art Intimität. Und genauso möchte Gott auch Intimität mit uns haben. Dieses Zusammensein, diese Königskammer. Und da bekommst du diesen Namen. Er wird dir da in dein Ohr geflüstert. In der Nähe und in der Vertrautheit. Und die wünscht sich Gott. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für euch, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Denn nicht nur Gott spricht mit mir, sondern ich spreche ja auch mit Gott. Und ich habe zu Beginn gesagt, dass ein Name immer mit dem auch zu tun hat, der ihn nennt. Wie sprichst du mit Gott? Wie nennst du ihn? Mit welchem Namen sprichst du ihn an? Wie schüttest du ihm dein Herz aus? Wie betest du ihn an? Im Judentum ist der Name Gottes zu heilig, um ihn auszusprechen. Und man sagt stattdessen Hashem, der Name. Aber wir müssen nicht sagen, der Name, sondern wir dürfen diesen Namen, der Name, mit einem ganz persönlichen Namen füllen. Unsere Jahreslosung ist Teil dessen, wo Hagar sagt, El Roy, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott, der mich sieht. Für meine Kinder bin ich nicht Frau Müller. Eventuell bin ich mal Chefin, aber normalerweise bin ich Mama. Aber wie nennst du Gott? Ja, nimm das mal mit in die Woche, denk einfach drüber nach. Es gibt auch kein falsch oder richtig, gut oder schlecht, aber vielleicht spricht es zu dir über deine Beziehung mit Gott. Lass mich kurz die Predigt in 5 Punkten zusammenfassen und dann komme ich auf das, was ihr da die ganze Zeit seht. Einen Namen braucht nur jemand, wenn eine Beziehung oder mindestens ein Interesse besteht. Das Erste, was Adam tut, ist Namen vergeben. Gott kennt und nennt dich beim Namen. Er gibt dir einen neuen Namen und der kommt aus der innigen Beziehung, der Intimität mit ihm. Ich hatte gerade schon den Satz zitiert, dass wir in die Handflächen Gottes eingeschrieben sind.
Jesaja 49, 15 bis 16a steht: Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben, spricht der Herr. Das sind die Namen von Christen zusammengetragen aus Israel, der gekidnappten Juden im Gazastreifen. Und sie haben eine Initiative gestartet, wo sie sagen: Nehmt euch einen Namen, sucht euch einen der Namen aus und betet für diesen Menschen. Wir kennen sie nicht, wir wissen nicht, ob sie noch leben. Es ist alles dabei, von Säuglingen bis zu Greisen, aber Gott kennt ihren Namen. Er hat sie, auch sie, auf die Handfläche eingetragen. Schreibt euch einen Namen auf die Handfläche, sucht euch einen der Namen aus und nehmt diese Menschen einfach mit ins Gebet. Betet für Frieden, betet für Schutz, betet für die, wo sie in Gefangenschaft sind, dass Gott einfach seine Hand über jeden einzelnen von diesen Menschen, von diesen Namen, diese Individuen, diese Kinder Israels, ja, dass er sie in der Hand hält. Ich würde das gerne mit euch gemeinsam machen. Bitte das Lobpreisteam schon nach vorne. Pray by name heißt die Initiative. Ja, merkt euch einen Namen, nehmt ihn mit in die Woche, und wenn jeder einen hat und sie das auf der ganzen Welt machen, dann wollen wir Gott immer daran erinnern: vergiss dein Volk nicht, halte sie sicher. Natürlich ist es unsägliches Leid, wir können uns das nicht vorstellen, müssen es vielleicht auch nicht, aber Gott sieht es. Und anschließend, das können wir jetzt gleich gemeinsam verbeten, möchte ich euch einladen, wenn ihr merkt, eigentlich höre ich, dass mein Name gerufen wird, ich habe aber nicht drauf reagiert, dann kommt nach vorne, lasst für euch beten. Oder wenn ihr sagt, eigentlich höre ich viel zu oft auf Namen, auf die ich gar nicht hören sollte, dann legt diesen alten Pass ab. Markus ist da zum Gebet, ich bin da zum Beten und sicher finden sich noch andere. Aber bringt es wirklich dem Herrn, dass ihr auf seinen Ruf reagiert, dass ihr darauf eingeht und ihm antwortet. Ja, Vater, jeder Name ist nicht irgendwer, sondern ist ein Mensch, den du wertvoll findest, der in deinen Augen unbezahlbar ist, der von seiner Familie vermisst wird, der vielleicht gequält wird, wie auch immer, Herr. Du weißt es, du kennst jedes einzelne Schicksal und keins ist dir egal. Vor so viel Leid können wir oft nur sagen, wie kann das nur sein? Aber Vater, du bist immer noch Gott und sitzt auf dem Thron. Du bist immer noch groß und du verlässt dein Volk nicht. Und wir beten für jeden Einzelnen von dieser Liste. Hier stehen jetzt Silvia, Gelat, Clara, Elia, Karina, Elia, Omer, Hezi und Tal und die anderen, wie sie alle hießen, die über 100 Geiseln, die im Gazastreifen gefangen sind, Herr. Sei du ihnen gnädig. Du hast sie auf deine Handflächen eingeschrieben. Du vergisst nicht. In der Bibelstelle heißt es doch, wenn eine Mutter ihren Säugling vergessen würde, du vergisst nicht. Und diese Menschen sind nicht von ihren Familien vergessen, im Gegenteil. Aber du vergisst sie immer noch nicht. Du kämpfst für sie, du hältst sie in deiner Hand. Sie sind dir wertvoll und wir möchten um Schutz beten und um dein übernatürliches Eingreifen, Vater, um Wunder. Herr, da wo es aussichtslos scheint, tust du Wunder und meistens leider erst dann. Herr, wir legen sie in deine Hand und wir beten für diese wertvollen Menschen. Herr, sei ihnen gnädig, sei ihnen nah, gib ihren Herzen Frieden, auch denen der Familien. Herr, und schaff du Rettung. Rettung ist allein in dir, Herr. Du bist allein der Frieden. Ja, und wenn du dich angesprochen gefühlt hast, wenn du etwas mit Gott klären willst, wenn du sagst, Herr, ich höre dein Rufen, aber ich komme nicht, oder ich höre auf die Alten, die falschen Namen, dann darfst du jetzt gerne während des Liedes, das wir jetzt noch singen werden, nach vorne kommen und für dich beten lassen. Amen. Amen.